Ich will nicht Sie übermäßig da malträtieren, aber man muss wieder einführen auch so einen Begriff angesichts dieser Lage. Nicht? Wir haben die Demokratie verloren, den Rechtsstaat und den Sozialstaat. Das sind die Grundprinzipien. Das Bundesverfassungsgericht sagt, jede Verfassung muss sicherstellen den Rechtsstaat und den Sozialstaat und darf das Willkürverbot nicht vernachlässigen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Jede Verfassung, auch eine neue, nicht nur das Grundgesetz. Ich sage, dieser Vertrag hätte in Karlsruhe keine Chance. Und die hätten niemals den Bundespräsidenten untersagt, doch nicht mir zuliebe, auch nicht Herrn Gauweiler zuliebe, so beliebt ist er in Deutschland nicht, ja? Das zu unterschreiben, wenn sie nicht genau wüssten, dass die Klage berechtigt ist und dass der Vertrag verfassungswidrig ist. Ja, das ist der ganze Grund. Das haben sie natürlich geprüft, also durchgelesen, ja, und gesehen, sie wissen selbst schon, kein geringer als der frühere Verfassungsgerichtspräsident Roman Herzog, der viel gesündigt hat. Unendlich gesündigt hat. Aber ich sage, ohne Amt kommt der Verstand. Ja? Er hat jetzt gesagt, das ist ja keine parlamentarische Demokratie mehr. Da ist ja die Gewaltenteilung verloren. Welt am Sonntag, vor einiger Zeit. Ja? Da kommt der Bundestagspräsident Lammert natürlich noch im Amt, der sagt natürlich, nee, ist alles ganz anders, alles wunderbar. Und hat also einen langen Artikel dagegen geschrieben und hat sich ja was ausarbeiten lassen, um nun den früheren Bundespräsidenten zu widerlegen, der ja auch mal Bundesverfassungsgerichtspräsident war. Also immerhin, das ist schon beachtlich, dass er sich dazu durchgerungen hat, da was kritisch zu sagen. Und der Präsident jetzt, Hans-Jürgen Papier, hat auch deutliche Worte gesagt, also Bundesverfassungsgericht, weil das Subsidiaritätsprinzip nicht eingehalten wird. Er ist allerdings nicht zuständig in der Sache, das ist der zweite Senat, aber sonst hätte er das vielleicht auch nicht gesagt. Illegale Ware, wir müssen den Begriff einführen. Nicht jede Ware ist legal, die eingeführt wird. Es kann nicht sein, dass Ware, die unter Verletzung der Menschenwürde in Indien, China, wo auch immer hergestellt wird, dass die in Europa, in der Europäischen Union verkehrsfähig ist. Ja? Und zwar müssen wir dann schon bestimmen, wir als so groß tun auf unsere Menschenwürde, wieder in der Berliner Erklärung, das Wichtigste ist der Mensch und seine Würde. Angela Merkel, ja, ich weiß nicht, wen sie da meint, vielleicht Herrn Sauer oder so, also ihr Mann. Aber wir sind es nicht. Ja? Aber wir müssen uns das gefallen lassen, dass unsere Arbeitsplätze verloren gehen und andere, natürlich verdienen die ein wenig dann bei Siemens, aber nach unseren Maßstäben ist das Menschen unwürdig und außerdem ist die Arbeit, wie sie da durchgeführt wird, da müssen sie nur mal in Shanghai und Peking gewesen sein und mal eine Baustelle angeguckt haben, dann ist es natürlich lebensgefährlich und menschenunwürdig. Das können wir nicht akzeptieren, dann kann sie eben nicht eingeführt werden. Wir müssen da schon, denke ich, Grenzen ziehen. Und es geht ja auch darum, dass wir sicherstellen, das darf ich auch mal sagen, keiner wird jünger, ich auch nicht, um die Altersversorgung. Ne? Jetzt in dem ganzen Zuge dieses perennierenden Kapitalismus wird ja den jungen Leuten sehr wirksam, ich weiß nicht, wie sie da reagieren, meine Tochter reagiert da auch ganz empfindlich, eingeredet, sie müssten unbedingt eine private Kapitalversicherung schließen. Das betreibt in Deutschland die neue soziale Marktwirtschaft, Mitglied Angela Merkel, finanziert von Industrieunternehmen, insbesondere von Versicherungen, eine reine Propagandaveranstaltung, hat der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhard nichts zu tun und die propagieren sehr wirksam, dass man die Altersversorgung nicht mehr sichergestellt ist durch das Umlagesystem und dass man jeder also privat sich altersversichern sollte. Das hat Wirkung. Ja, man will die Altersversorgung abbauen. Nur eins ist auch völlig klar. Die private Altersversorgung muss auch finanziert werden. Irgendwo muss es erwirtschaftet werden, sonst kann sie nicht bezahlt werden. Die muss genauso bezahlt werden wie das Umlagesystem. Es ist derselbe Topf. Es ist die Volkswirtschaft. Die Bäume wachsen nicht nach irgendwelchen Rechenexempeln in den Himmel. Ja, die ungeheuren Gelder, die wir alle hätten, wenn Jesus für uns einen Pfennig angelegt hätte, ja, die vielen Sonnen, die wir dann brauchten an Gold, die gibt's nicht. Wir können nur das verteilen, was wir haben. Es geht darum, dass es gerecht verteilt wird. Das ist Umlageverfahren, aber allemal besser, als wenn, wie wir schon öfter erlebt haben, die private Altersversorgung dann ruiniert ist durch Zusammenbruch des Kapitalmarktes. Dazu hat man ja schließlich Kriege.
um das Kapital zu vernichten. Und besser anders als durch Krieg. Aber es gibt auch andere Wege der Kapitalvernichtung. Und das ist natürlich eine Umschichtung des Eigentums am Kapital. Die Bevölkerung ist dadurch durch nichts sicher. Viel unsicherer als durch die Solidarität des Volkes. Ja, jeder muss seinen Teil bekommen. Wir lassen die Alten nicht verhungern. Das ist eine sehr viel bessere Grundlage als der Kapitalmarkt für die Altersversorgung. Das bitte ich mal zu sagen. Das ist auch ein Stück der europäischen Entwicklung, weil man eben die Solidarität zwar ständig im Mund führt, aber völlig ruiniert. Man hat schon weitestgehend das Prinzip der Solidarität, das eben nur möglich ist in Völkern, in, sagen wir mal, in kleineren Einheiten. Ja, hat man ruiniert. Es gibt keine Solidarität europaweit. Das ist völlig absurd, das zu glauben. Es gibt keine Solidarität zwischen Portugal und Finnland oder Polen und welchem Land auch immer, Griechenland. Das ist ein Irrtum. Ja? Und in der Größe, das gibt es ja nicht einmal mehr in der deutschen Krankenversicherung. Das ist ein gegenseitiges Ausbeutungssystem und kein System der Solidarität. Das ist die Lebenslüge jedenfalls der deutschen Krankenversicherung. Also man muss da wiederherstellen, ein gewisses Maß an Brüderlichkeit, sage ich eigentlich, also Solidarität, Nächstenliebe. Das ist ja nichts anderes als christliche Nächstenliebe. Ja, wieder die Chance geben für die christliche Nächstenliebe. Da sage ich schon, sollten sich alle hinter dem Papst vereinen. Insoweit er ein gebildeter Mann ist im Übrigen, ein großer Philosoph. Also, ich habe sogar mal seine Schriften gelesen. Also, ja. Einführung ins Christentum, schwer zu lesen. Ja, noch schwerer zu glauben zum Teil. Aber die, da bin ich zu sehr Berliner jetzt, aber die Solidarität, die Nächstenliebe, ist das Fundament überhaupt eines gemeinsamen Lebens in Freiheit. Denn ich, wenn Sie schon gemerkt haben, vertrete den kantianischen Freiheitsbegriff und der heißt als äußere Freiheit Unabhängigkeit von eines anderen nötiger Willkür, das heißt politische Freiheit und das heißt innere Freiheit, Sittlichkeit. Sittlichkeit heißt den kategorischen Imperativ beachten, handle jederzeit nach einer Maxime, von der du wollen kannst, dass sie zugleich allgemeines Gesetz sei. Allgemeines Gesetz heißt aber, jeder kann zustimmen. Das ist ein Gesetz, das für alle gelten kann. Jeder Mensch hat die gleiche Würde, jeder hat die politische Freiheit, jeder kann zustimmen. Davon haben wir uns völlig entfernt. Wir entwickeln uns unter der Führung des großen Kapitals eben zu einem reinen Individualismus, unter dem die Schwachen untergehen.